So, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, in welche Richtung ich hier muss. Ich glaube, in diese hier. Ja, genau. Jetzt sind die schon wieder da. Aber dieses Mal nur 4. Oh nein, Purzocker wurde in Stein verwandelt. Aber es sind jetzt nur noch 3. Und Darius darf noch angreifen. Ja, und schafft es nicht. Na gut, dann greife ich jetzt den von Riklot an. Riklot dafür den von Purzocker und Darius darf seinen weiter angreifen. Darius ist auch zu Stein verwandelt. Das ist nicht gut. Und Ricola trifft nicht. Wenn ich jetzt auch noch in Stein verwandelt werde, dann wird das ein Game Over, Leute. Oh Gott. Okay, das wird jetzt... Wenn die Ricolat jetzt beim nächsten Mal trifft, könnte der sogar einfach so besiegt sein. Ja. Puh, das sind 2 Soft Potions, Leute. 372 Erfahrungspunkte und 800 Gold erhalten. Wie sieht es eigentlich mit dem Leben aus? Ah, geht noch. So, hier muss ich, glaube ich, runter. Genau. Zwei Zauberer. Gewonnen! 138 Erfahrungspunkte und 600 Gold erhalten. So, jetzt erstmal wieder heilen. So, und wir haben die das Schwierigste hinter uns, Leute. Jetzt kommen hier plötzlich auch Trolle? Das tut weh. Das nicht. Sie sollen mich angreifen. Lass Riklot auch da unten angreifen. Ja. Gut so. Gewonnen, bevor einer von ihnen nochmal angreifen konnte. Der 310 Erfahrungspunkte und 1242 Gold erhalten. Mal ein bisschen heilen. Ich habe kein Cure mehr. Ich habe hier kein Heal mehr. Machen wir einen Heal 2. So.
So, gleich sind wir hier draußen, aber bestimmt kommt noch ein Monster. Genau. Ach, die Schlangen und wir dürfen zuerst. Eine angenehme Abwechslung, Leute. So, geschafft. Für 184 Erfahrungspunkte und 300 Gold erhalten. So, dann haben wir mal kurz die Vergiftung. So, auf der obersten Etage kommen ein paar Kobras, die zuerst angreifen dürfen. Ah, die machen zum Glück nur Schaden. Eine Kobra ist weggelaufen, wie geil! Na, wir kriegen wahrscheinlich dann weniger Erfahrungspunkte und Gold. Wobei wir das Gold momentan eh nicht brauchen. Wir haben genügend Gold, um uns den Stachanisch zu kaufen, und den Rest würde ich einfach nur demnächst mal, nicht jetzt, aber demnächst, in Verbrauchsgegenstände wieder investieren. Erfahrungspunkte und 200 Gold erhalten. Und draußen, Leute. So, wir speichern jetzt hier erstmal mit einem Zelt. Das wäre mir dann doch jetzt ein bisschen wichtig. Nicht, dass plötzlich doch wieder auch hier draußen Geister auftauchen und uns dann doch noch töten. Ein Tiger. Der ist schnell besiegt. Ja. Yep. 109 Erfahrungspunkte und 108 Gold erhalten. Ich wusste es, Leute. Ich habe jetzt auch gar kein Haar mehr zur Verfügung. Das heißt, wir müssen sie jetzt so besiegen. Wir dürfen nicht zuerst angreifen, aber wir kommen zuerst dran. Das ist gut. Oh, Darius wurde paralysiert. Aber es ist schon ein Ghoul weniger, Leute. Das ist schon mal gut so. Purzocker müsste noch drankommen. Ah, er wurde paralysiert. Dann greift diese Runde keiner mehr an. Verdammt. Rikulas wurde paralysiert. Wir hätten mit Purzocker zaubern können. Aber er kam ja sowieso nicht dran. Also egal. Ich bin auch paralysiert. Mist.
Wenn Prozocker mal drankommt, zaubern wir mit ihm. Ja, er ist geheilt. Darius auch. Machen wir Feuer 3. Nothing? Was? Feuer 3. Nothing. Lit 2? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich sehe mal nach, Leute. Was macht Feuer 3? So, suchen. Hier. Okay, das macht einfach nur Feuerschaden zu allen Gegnern. Wieso geht das dann nicht? Verstehe ich nicht. Regula kann sich wieder bewegen. Darius besiegt einen Geist. Sehr gut. Vielleicht bräuchten wir die Zauber nicht mal. Aber gewonnen haben wir jetzt trotzdem. Gehe ich mal zumindest davon aus. Nur noch zwei. Einer davon ist sogar schon von Ricolette ein bisschen beschädigt worden. Der stirbt bestimmt. Und genau der überlebt jetzt, Leute. Obwohl er schon Schaden von Ricolette bekommen hat und dann noch den Zauber von Prozocker drauf und er überlebt. Unglaublich. So, gewonnen. 233 Erfahrungspunkte und 718 Gold erhalten. Schatten. Die werden einfach zu besiegen sein, hoffe ich. Irgendwann ist Ricolette so stark, dass er die auch besiegen kann. Irgendwann mal. Gleich haben wir gewonnen. Ricolette hat den alleine besiegt. Super. ...135 Erfahrungspunkte und 270 Gold erhalten. Wir sind in der Stadt, Leute.
So, wir gehen jetzt erstmal. Zum Verkaufen haben wir ja nichts. Wir haben ja keine Schätze gefunden. Aber ich möchte jetzt den Stahlharnisch haben. Und ich gebe ihm einfach mal Pozocker. Denn ich selbst habe ja keinen Platz. So. Sehe ich erstmal, ob die anderen den vielleicht sogar anziehen könnten. Aber ich glaube nicht. Nein, können sie nicht. Okay, dann sehen wir mal kurz bei mir den Status. Ich habe 38, 37. Das heißt 10 Punkte mehr Schadensabsorption, dafür 10 Punkte weniger prozentuelle Chance beim Ausweichen. Aber das möchte ich. Ich möchte ja so viel Schaden absorbieren wie möglich. Das passt. Dann wird jetzt der Eisenharnisch verkauft. Kriegen wir 400 zurück. Und haben noch immer noch 13.600 Leute. Wie geil. Haben jetzt aber hier alles gekauft. Und diese 13.600, die können wir dann für Verbrauchsgegenstände nutzen. Möchte ich aber jetzt noch nicht tun. Das mache ich dann vielleicht in der nächsten Aufnahme. Aber jetzt möchte ich nochmal versuchen, da runterzukommen. So, für Prozock war das dann leider doch ein bisschen zu schwer. Aber Darius und Rikulat haben zusammen den Oger besiegt. Das finde ich doch schön. ...192 Erfahrungspunkte und 339 Gold erhalten. Geschafft. ...119 Erfahrungspunkte und 495 Gold erhalten. So, ich benutze hier wieder ein Zelt, Leute. Alle haben wieder volles Leben. Aber das Wichtige wäre jetzt das Speichern gewesen.